Willkommen Leute zu einer weiteren Folge Minecraft Attack wieder mit dem Streetmaster. Hallo. Ja, und wir dachten uns, wir nehmen noch eine Folge auf und ich werde heute ein bisschen hier unten den Kuhstall weiter ausbauen. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja schon heute. Es wird wieder ein bisschen nervig hier mit dem ganzen Sand, wenn er nach unten fällt. Ich hoffe, das schaffe ich heute noch. Das ist wirklich Ja. nervig. Eigentlich wollte ich das ja offscreen machen, aber ich dachte mir, komm, mache ich es jetzt. So. Ich gehe ein bisschen zurück mal an. Okay. Aber ich habe mir auch überlegt, vielleicht demnächst mal einen Außenposten oder so zu machen. Das wäre auch ganz cool. Dass man einfach mal sagt, ich gehe im Nether jetzt irgendwie 1000 Blöcke Scheiße. weg. Oh. Ja. Wie kam das zustande in der Schlucht? Ja, also ich da die Leiter, wo es da runter geht, in die Mine da. Ach so. Da bring ich mal runter, weil es sonst zu lange dauert und manchmal sterbe ich dann Na, einfach. da musst du mal Wasser unten hinsetzen. Ja, ein Schild dann so. Ja. Ich So. hoffe, ich finde mal Na, auf jeden Dias. Fall. Oh, okay. Ich habe letztens auch Dias gefunden in der Folge und bin gar nicht drauf eingegangen. Weil ich war so in mein Thema vertieft. Ja. Ich denke mal, die Folge, wann kommt die eigentlich? Ich glaube heute oder morgen. War ich nämlich auch ein bisschen in der Mine. Ja, für die Zuschauer nochmal, also ihr müsst wissen, ich nehme das hier gerade am Samstag auf, nee, am Sonntag. Weil, ja, ich muss noch ein bisschen vorproduzieren. So. Okay, ist das jetzt groß genug? Ah, ich glaube noch nicht. Bisschen größer würde ich es noch machen. Ja, Oder auf Gold jeden Fall gefunden. nochmal. Gold gefunden. Okay. Um nochmal auf das Thema zurückzukommen, was ich gerade kurz gesagt habe. Ich wollte ein bisschen mal einen Außenposten vielleicht machen. Ich glaube, das wäre ganz cool, da nochmal so ein bisschen sich neu aufzubauen oder so. Ein bisschen im anderen Stil natürlich, nicht wie hier. Ja, vielleicht habt ihr da Bock drauf, schreibt es mal in die Kommentare. Und dann mache ich das vielleicht. So. Ja, da würde ich dann wahrscheinlich so, keine Ahnung, mal 5 Folgen dort und mal 5 Folgen hier aufnehmen oder sowas. Dass ich dann immer so hin und her wechsle. Wer weiß, wie lange das Projekt überhaupt noch geht. Nicht lang. Das. Ja. Denkst du? Sehr Ich gut. meine, ich habe jetzt schon über 60 Folgen, du hast ja auch schon über 70. Ich habe irgendwie letztens einen Kommentar bekommen, ich soll die 100 voll machen. Ja, habe ich doch geschrieben, glaube. Naja, Das die kann sein. 100 sind ja jetzt gar nicht mehr so weit entfernt. Ja. Okay. Ja, also ich wollte auf jeden Fall die 100 voll machen bei mir. Mein Vielleicht geht. drittes Projekt dann sein, dass die 100 Folgen erreicht. Ja. Das Let's Play, die Fakten auch und das, ne? Jo. Stimmt. Was? Ah, die Fakten erreichen dann vorher schon die 100, ne? Ja, 9. Dezember ist die 100. Folge. Schon Mal ausgerechnet. ausgerechnet. Okay. Gibt es da ein Special eigentlich? Es kommen dann so 20 Fakten dran oder so. Nee, 5. Aber spezielle Fakten. Ich werde mal noch überlegen. Okay. Ich mag jetzt auch so einen Zusammenschnitt oder so aus den besten Fakten oder so. Mal sehen. Stimmt. Und das wird Arbeit werden. Ja. Ah, du kannst ja auch noch mal die Fakten neu vorstellen oder so. Musst du nicht so viel schneiden. So. Ich auszählen, wie weit ich jetzt schon bin. Also hier habe ich jetzt 11, oder? Das sind 6. Da bin ich schon eins weit, zu weit rein. Passt eigentlich doch weiter, kommt ja dann eh noch eine Wand hin. So, dann müsste ich dann hier.
Wenn das immer 11 sind. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na gut, noch 2 rein, würde ich sagen. Ach. Oh. Nice. Ich glaube, ich habe jetzt schon 25 oder so. Und ich habe mir jetzt auch eine Rüstung gemacht. Ich glaube, das. Nee, die war ja von Monkex, glaube ich. Stimmt. 3 Dias. Oh. Ich müsste mir meine Glücksspitzhacke machen. Ah, ne, hab ich ja sogar. Stimmt. Deswegen habe ich ja letztens ein paar mehr rausgekriegt, als ich eigentlich gefunden habe. Und vielleicht kann ich ja dann auch nochmal meine Rüstung verzaubern. Das wäre auch nochmal eine Sache. Dann mach ich erstmal zu. Damit ich hier nicht zu verwirrt bin. So, ja, stimmt, noch einen rein. Man darf bei dem Sandstein immer nicht zu schnell abbauen, sonst ploppt er so schnell weg. Das sieht man gar nicht. Ey, bei mir stürzt ja gerade die ganze Welt ein, so gefühlt, die ganze Wüste. Das ist übelst schlimm. So. Da noch. Okay, wir sind auch schon wieder gleich bei 7 Minuten. Echt? Ja. Oh, nein. So. Keine Schaufel mehr. So. Oh, Lava. Okay, das geht schon mal besser. Muss ich mal gucken, vielleicht schaffe ich es heute noch oben zumindest das gut aussehen zu lassen. Dass hier nicht so ein riesen Loch in der Welt ist. Ah, hier stimmt, die Wand muss ich ja auch noch wegmachen. Ja, da beeile ich mich mal lieber. Wenn nicht, muss ich es halt offscreen machen, hatte ich ja sowieso vor. Ich will jetzt ja auch nicht irgendwie 5 Folgen dranhängen. So. Ah, so. Das wäre echt nervig, wenn man in die Fackeln aufwendet hat, dann was ist und dann lässt man direkt eine Fackel, wenn man vielleicht gegessen hat. Hm. Echt nervig. Ja, stimmt. Das ist scheiße. Oh, Lapis. Ah. Weil. So. Jetzt muss ich mal gucken, welchen Block soll ich nehmen. Ich guck mal drüben, was hatte ich denn da? Habe ich da so ein bisschen nettermäßig gestaltet. Hier sind jetzt auch die Kühe noch drin. Oh, Höhle. Ich glaube, ich mache das nochmal mit diesen Slabs hier. Ich habe ja eh noch ein bisschen Cleanstone, soweit ich weiß. Dann kann ich die ja einfach verwenden. Dann auf den Haufen so. Grad Lapis, Eisen, Kohle und Gold. Oh, nice. Ich habe auch mal einen Höhenstrang gefunden irgendwann, da waren noch Diamanten und Smaragde drin oder so. Also so alles auf einem Haufen. Smaragde wäre auch mal cool zu finden. Hm, da gibt's ja nur in Extreme Hills. Jo. So, da sind noch Steine. Mehr habe ich nicht. Hm, ich glaube, das reicht gar nicht mehr. Da, ja, kann ich ja schon mal ein paar weitere Steine reinlegen. Ich habe ja genug, weil ich wieder Stripmine war. So, immer 8. Das ist auch mal nervig. So in jeden Ofen immer 8 Kohle reinlegen. Da ist dein Ofen schon besser. Ja. Der automatische. Aber dafür werden auch manchmal Kohlestücken verschwendet, ne? Weil die dann nur so kurz angebraten werden und dann nicht weiter genutzt. Hm. Ist halt auch ein bisschen doof. Vielleicht könntest du dann noch so eine Holzfarm machen. Ich weiß nicht, ob das geht. Und dann Holzkohle machen. Das ist immer automatisch. Ja, dass das immer automatisch nachgelegt wird. Das wäre eigentlich noch besser. Oder irgendwie
Ja, oder das Holz an sich gleich rein. Obwohl, das ist Verschwendung. So. Okay, jetzt. Ja, stimmt. Wollen wir dann beenden? Ja. Okay, dann würde ich sagen, wäre es gewesen von dieser Folge Minicraft Attack. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, und schaut bei Streetmaster vorbei. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.